Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Prey. Gut, gejagt. Ne, warte. Was sind das für Geräusche? Also, was sind unsere Ziele? Das sind mal Ziele. Bis Dezember. Macht da kampfunfähige, trifft sich mit Igel, Schatzsuche. Interessiert keinen. Okay, Arboreum. Okay, ich weiß nicht, was das war. Unser Stationspsychologe Dr. Cole bittet alle Mitarbeiter, die Notiz. Wir haben euch wohl übersehen. Hallo Penny, ich schicke Ihnen mit dem Operator ein paar Sachen vorbei. Ich hoffe, Sie helfen Ihnen bei der Arbeit. Wenn möglich, teilen Sie unsere Abteilung bitte Ihre Ergebnisse mit. Danke, Peter Coleman. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Neuralmuster untersucht wird. Das sollte helfen. Sie sollten nun wacher sein. Dankeschön. Okay, das ist jedes Mal sehr verwirrend, dieses. Aber gut. So, bist du sicher? Ja. Also, wir müssen jetzt nur diesen Dale seine Implantate rausnehmen und wieder einfügen, nehme ich mal an. Oder? Nein, wenn wir sie wieder einfügen, passiert dann das Unvermeidbare? Kriegt er seine gesamten Erinnerungen zurück, oder? Müssen wir nur eins rausnehmen, oder? Okay. So, zuerst das, dann. Und zu guter Letzt. Gut, Moment, wo haben wir es hier? Dann hat die Nächte. Kurzer Moment, da. So. Zum Geschütz bitte aufrecht und zum Feind ausrichten. Ja. Na klar, das mache ich sofort. Okay, das war nicht gerade sehr gut. Ich hoffe mal, die waren schon tot. Bevor ich hier angekommen bin. Denn das wäre nett, nicht gerade, aber besser, denn so hätten wir niemanden Neues verloren. Aber gut. Wir müssen da hoch. Gut. So. Du warst schon vorher tot? Gut. So. Dann mal los. Kann ich das hier schon? Ich glaube ja.
Ah, da ist er. Wie hat das hier alleine hingeschafft? Dr. Yu, morgen. Ich hatte Angst, dass Sie es nicht schaffen. Das Subjekt Dahl wurde gesichert. Ich glaube, ich habe die richtige Neuromod isoliert. Wichtig ist, die Geschehnisse auf der Station möglichst unerwähnt zu lassen und uns auf die Situation zu konzentrieren. Dahl sollte eigentlich auf sein Feldtraining zurückgreifen und sich entsprechend verhalten. Er hat Befehle nie angezweifelt. Bereit, wenn Sie es sind. Nicht vergessen, wenn es funktioniert, sagen Sie nichts. Ich sage ja schon die ganze Zeit nichts. Okay, Neuromod durchsuchen, Operator gut. Nach dem Extrahieren sollte Dahls Erinnerung wieder auf das Anfangsdatum springen. Und er sollte diesen Auftrag vergessen. Okay. Dr. Yu, morgen. Ja. Wollt noch was? Kennt durchführen? Nachbesprechen. Zuerst einmal noch alles kennen. Operation gut anlegen. Okay. Neurotomie. Falls Sie Zweifel haben, die Extraktion wirft uns nicht weiter zurück, als wir es ohnehin schon sind. Außer bei der Zeit. Okay, dieser Vorgang extrahiert eine bestimmte Neuromod aus dem Subjekt und setzt die Erinnerung des Subjekts auf den Zeitpunkt vor der Entstehung. Wenn Sie sich Sorgen um das Genfer Protokoll machen, versichere ich Ihnen, dass ich nicht sage, wer die Prozedur durchgeführt hat. Also, ich bin auch in Gefahr. Konnektoren, okay, Moment. Hier. Dr. Yu, ich bin soweit. Gut. Okay, das... Was? Wer sind Sie? Morgan? Ihr Vater hat nach Ihnen gefragt. Und nach Alex. Ich sollte mich wegen einer Bergung nach der Installation bei ihm melden. Wo bin ich? Warum bin ich fixiert? Commander Dahl, ich bin Dr. Igwe, leitender Arzt hier. Sie... Ich kenne Ihr Gesicht vom Namensverzeichnis. Alex Liebling. Der verrufene Parapsychologe. Commander Dahl, Sie haben eine Kopfverletzung erlitten bei einer Notsituation auf der Station. Wir müssen sofort evakuieren, aber wir konnten ohne Sie nicht weg. Können Sie ein Shuttle fliegen? Was? Ja, natürlich kann ich ein Shuttle... Moment, welche Notsituation? Bin ich auf Argus? Wo ist Casper? Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen zum Shuttle-Dock und den Abflug vorbereiten. Transstar-Auftrag. Dr. Yu kann das bestätigen. Natürlich. Morgen. Sie sehen übel aus. Danke. Gut. Bringen wir Daddys Liebling weg von der Station. Sonst werde ich von Transstar noch getilgt. Ich muss Ihre Vitalwerte prüfen. Unser Pilot sollte nicht ohnmächtig werden. Mit mir ist alles in Ordnung. Okay. Morgen. Sind in der Lebenserhaltung. Gehen Sie voraus, Morgan. Alles sicher. Wir kommen nach. Luft hier ist auch okay. Ich habe gute Leute gegen die Blackboxen verloren. Dahl war nicht hier. Wenn Sie ihn vor mir sehen, erledigen Sie ihn. Elazar, over. Ich bin so konzipiert, dass ich die meiste Zeit vorhersehen kann, was sie tun werden. Aber diese Sache mit Dahl. Ich bin beeindruckt und überrascht, dass sie die restliche Besatzung von der Station schaffen konnten. Sie werden ihr Opfer zweifelsohne in Erinnerung behalten. Okay. Mit Dahl kann ich nicht reden, mit Igwe auch nicht. Nur um es mal gesehen zu haben. Wir speichern hier und dann... Hallo, Volontär. Ich bin Bianca Goodwin, Beauftragte für Volontäre und Gäste an Bord der Talos 1. Ich wollte die Erste sein, die Ihnen beim Aufwachen gratuliert. Im Namen von Transstar danke ich Ihnen für Ihre gute Arbeit. Aha. Sie sind sicher desorientiert,
Grund ist der medizinische Eingriff namens abtoregressive Neurotomie, den Sie hinter sich haben. In den nächsten Stunden könnten Sie Gedächtnislücken und Probleme mit Ihrer Feinmotorik haben. Wichtiger noch, Sie haben keinerlei Erinnerungen an die Tests. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Ihre freiwillige Teilnahme ein großer Erfolg war. Sie liefert bereits wertvolle Informationen für unsere Forscher und Techniker. Also, ruhen Sie sich bitte aus. Wenn es Ihnen besser geht, komme ich für Ihr Entlassungsgespräch vorbei. Bis später. Hallo, Volontär. Ich bin Bianca Goodwin, okay. Beauftragte für... Gut, angehalten. Mhm. So, wir sollen ihn töten, wenn wir ihn vor ihr sehen. Ja, sollte ja niemand sagen, dass wir, was wir getan haben. Denn das könnte extrem schief in die Hose gehen. Aber ja, wer bin ich schon? Und hab. Perfekte Landung, okay. So, dann sollte ich in die Lebenserhaltung gehen. Ich könnte in die Lebenserhaltung gehen und mal kurz mit ihnen da reden. Ist ja im gleichen Aufzug wie zum Arboretum. Arboretum. Ja, Arboretum. Ich sollte mir das mal endlich merken. Wow. Aber gut, und hab. Oh ja. Danke. Zu schade, dass es nicht auch noch ja, alles andere heilt. Okay, Lebenserhaltung. Und da sind wir auch schon. Unbetretener Killer. Ich hoffe, Dahl hatte sein Gedächtnis wirklich verloren. Der spielt es nicht nur. Oder versucht irgendwie so zu tun. Oder erinnert sich irgendwann mal dran. So, gute Leute verloren gegen die Blackboxes. Ja, ich weiß, welche Blackboxes gemeint sind. Alter Phantom. So. Leider muss ich mich selbst sprengen. Was, das Zeug war weg? So. Aber wo genau sind sie? Water Popland, Cargo Bay. Sie haben es in die Lebenserhaltung geschafft, aber wo sind sie hier? Das war der Frachtraum. Also müssen sie in irgendeinem dieser Bereiche hier sein. Und die Atmosphäre. Okay, hier. Mach mein Anzug wieder ganz. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. Danke. Eigendiagnose protokolliert. Liste. Tag. Kohlenstoff. Kathode. Stand das kaputt. Desintegrierter Kopf. Moment.
Gut. Was ist das? Nichts. Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen. Warte, kann man... auf der anderen Seite. Sehr gut. Falls noch ein Zweifel daran bestanden hätte, dass die Fluchtkapselausfälle ein Unfall waren. Ja, es scheint... was nicht zu reden? So geht Transtar mit seinen Mitarbeitern um? Das werden wir ja sehen. Hallo, schöne Waffe. Okay. Ich freue mich schon drauf, dasselbe mit Commander Dahl zu machen. Wie es ihm wohl gefällt. Bitte ruhig bleiben. So, die anderen können wir nicht rausnehmen. Bitte ruhig bleiben, er weiß von nichts mehr. Commander Dahls Trick hat nicht funktioniert. Das wird er noch bereuen. Wie gesagt, er weiß... Wenn wir hier rauskommen, sorge ich dafür, dass der gute Commander... Ich habe gehört, Sie waren bei Mika. Chief sich dafür Ilyushin. Verantworten müssen. Sie kann wohl nichts aufhalten, wenn es jemand ist, der Ihnen wichtig ist, hä? Ja, okay. Mit hier kann man nicht reden, okay. Gut. Oh, die haben Titans besiegt. Titans. Wir sind ja hier nicht bei Attack on Titan. Oh, oh, oh. Gut, nachdem ich das hier alles... So, oh. Oh. Die waren vorhin nicht da, also vorher. Okay. Gut, so. Dann gehen wir halt weiter. Ich dachte, man könnte hier vorbeikommen und sagen, yo, der ist im Moment auf unserer Seite. Wir haben ihn sein Implantat rausgenommen. Jetzt ist er zahm wie eine, wie ein zahmes Küken. Keine Ahnung. Also gut. So. Komm schon. Arboretum. Jetzt gehen wir zum Arboretum. Das das Einzige, was wir noch machen können. Moment, wie viele Neuromods haben wir jetzt? 3. Okay, davon will ich eigentlich nichts mehr verwandeln. Was ist das schon wieder? Ich dachte Resistenz. Ach so. Doppelgänger, der deinen Feind 8 Sekunden lang täuscht. Ja, Phantoms herstellen will ich nicht. Es reicht, wenn genug davon rumlaufen. Wir behalten es vorerst noch. Arboretum. Gut, auf geht's. Ah, mal kurz hinsetzen. Wir können uns nicht hinsetzen. Ich wollte eigentlich crouchen, aber... dann halt eben nicht. So, wir haben es ohne Zwischenfälle hierher geschafft. Das nenne ich mal... gut. Moment, mir kommt gerade etwas anderes in den Sinn. Notizen, habe ich sie alle gesehen? Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Notiz von diesem Typen da. Glückwunsch, Passwort, sollten uns bald treffen. Ah, das sind die E-Mails. Audiologs, Zugangsdaten.
Okay, sehr schick. Glukanone. Okay, Schalgedämpfer-Pistole. Mein Gott, das ist nicht gerade wenig. Forschung und Statistik und so weiter und so fort, das ist egal. Gut. Oh, was wird wohl hier auf uns warten? Beheimatet hunderte der weltbesten Wissenschaftler und Erfinder. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es plus minus eine Handvoll. Und das ist leider bitter. So, wow. Ich habe schon gesehen, es gibt hier tonnenweise Gegner. Moment. Psy-Shock. Wo sind sie? Interessant. Dankeschön. Und jetzt weiter geht's. Ich habe doch so viele Dings gesehen. Wie heißen die? Diese Wannezeichen. Ob mich jemand entdeckt hat oder nicht. Aber gut. Und da vorne ist Alex. Oh. Okay, der Typ hat sogar ein eigenes Versteck. Ja, direkt dahinter. Okay, und wenn man hier reingeht, na klar. Warum war ich so blöd? Ich hätte das wissen, also das bemerken sollen. Genau, hier fehlt einfach ein mega großes Stück. Okay, und hallo. Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Aber das tust du nicht. Nein. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt. Du hast mir gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Wie hoch der Preis auch sein mag. Dieser Teil von dir ist immer noch da. Wir schreiben Geschichte morgen. Nicht diese Blutsauger im Transtar-Vorstand. Nicht Mama und Papa. Du und ich. So wie geplant. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft hinaus ins All. Ich will wissen, welche Botschaft das ist und an wen sie sich richtet. Du weißt es. Seit wir erstmals die Teil von Neuromods testeten, weißt du's. Dieser Fabrikatorplan ist für den Prototyp des Nullwellengeräts. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Nimm es. Okay, danke. Und der Zündschlüssel, wie ich... Was? Morgen!
Okay. Bewusstlos. Nun ist es also soweit. Hoffentlich wirst du diese Aufzeichnung niemals hören. Aber falls doch, ist mir etwas zugestoßen. Ich nehme an, du hast inzwischen genug gesehen und bist nicht mehr scharf darauf, die Talos 1 zu zerstören. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt, dass nichts unmöglich ist. Wie absurd es auch erscheinen mag. Das glaubst du doch hoffentlich immer noch. Falls nicht, bin ich froh, dass ich nicht miterleben musste, wie mein Bruder dem Pessimismus anheimgefallen ist. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft ins All. Ich will wissen, was das für eine Botschaft ist und an wen sie sich... Okay. Ich habe das Gefühl, du weißt es bereits. Ich habe einen Fabrikatorplan für deinen Prototyp des Nullwellengeräts. Du musst eins herstellen und es im Herzen der Koralle platzieren. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Viel Glück, Morgan. Es tut mir leid, dass ich nicht an deiner Seite sein kann. Verdammt. Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren wir dich. So, komm schon. Ah, sehr gut, das ist bei uns. Komm schon. Moment, wir brauchen Licht. So, und... Zum Glück ist er nur bewusstlos. Komm mit, Bruder. Wie lässt man los? So. Scheiße. Okay, Wasser trinken. Obstsoda, was haben wir sonst noch? Im Zuge des Fernie-Problems, ja, warum? Durchgebrannte Platine, durchgebrannte da. Oh, Morgan Yu. Okay. Meine Stimme kennst du natürlich. Klingt vermutlich müder als sonst. Endlose Vorbereitungen. Räume einrichten. Protokolle erstellen. Neue Mods testen. Das Risiko ist einfach zu groß. Aber wenn wir das Nervensystem der Typhon erfolgreich auf Menschen übertragen können, wird sich alles ändern. Also gehe ich selbst in die Sim. Ich habe alles getan, damit mir keiner am Kopf herumstochern muss. Eine letzte Sicherheitsmaßnahme. Das hier ist Oktober. Sag hallo. Hallo, Dr. Yu. Oktober wird deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen, wenn etwas schief geht. Sobald der Test beginnt, gibt es kein Zurück mehr. Falls sie die Mods deinstallieren, werden meine Erinnerungen zurückgesetzt. Und ich vergesse alles. An sich könnten sie mich immer und immer wieder denselben Tag durchleben lassen. Wenn du das hier hörst, ist vermutlich genau das passiert. Daher weiß ich nicht, ob ich meinem Bruder vertrauen kann. Alex wird nicht gefallen, was ich nun sage. Ich habe an einem Nullwellen-Prototyp gearbeitet, der alle Typhon auf der Talos 1 töten wird. Ich habe eine Kopie des Designs auf dem Datentower bei dem gruseligen Stuhl versteckt. Du weißt schon welchem. Alex fand die Idee gut, aber ich kenne ihn. Beim ersten Anzeichen von Problemen bläst er alles ab und schiebt die Schuld auf andere. Du bist wohl auf dich allein gestellt. Es steht viel auf dem Spiel. Zu spät, um den Kopf in den Sand zu stecken. Du weißt, was zu tun ist. Liebes Zukunfts-Ich. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.